Hallo, liebe Freunde der gepflegten Sondelunterhaltung. Ich bin der Marius vom Kanal Lechsonde und begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit mir zusammen über den Acker zu stolpern und diesem Acker die letzten kleinen Kostbarkeiten zu entlocken. Wir gehen heute auf einen Acker, da ging wie so oft in der Vergangenheit schon ein alter Weg drüber. Dieser Weg ist heute nicht mehr nicht mehr ohne weiteres zu erkennen auf den ersten Blick. Erst wenn man vielleicht den zweiten oder dritten Blick drüber schweifen lässt über das Feld, kann man noch eine Erhöhung, eine längliche Erhöhung sehen, die dann diesen Weg ausmacht. Auf alten Karten ist der Weg natürlich eingezeichnet. Und es freut mich, dass ihr mich dabei begleitet, wenn ich mit dem Metalldetektor losgehe. Wir schauen mal, was der Weg heute so zu bieten hat, beziehungsweise der Acker im Allgemeinen. Ich gehe natürlich nicht nur speziell auf diesen Weg. Grundsätzlich gibt heute eine bestimmte Art von Funden hier den Ton an. Welche werdet ihr sehen? Wir legen los mit dem ersten Fund. Viel Spaß! Gut, wir haben jetzt ein Signal, das klingt nicht besonders gut, aber... Wir haben irgendwie auch ein bisschen 85 dabei, deswegen schaue ich da mal nach, aber könnte so rein von der Art vom Signal her, könnte das auch ein Nagel sein, weil Nägel kommen doch immer sehr gemischt rein. Okay, draußen ist es. So, was haben wir hier? Vielleicht doch was Schönes. Ach, cool. Den Teil habe ich noch gar nicht gefunden von einem Besteck. Wir haben hier ein Gabelstück. Cool, mit Holzgriff hatte der mal. Der ist weggegammelt. Das ist cool, das zeige ich euch. Ein 75er Signal hätten wir hier im Angebot. Und das hörte sich auch weit oben an. Und es ist natürlich eine Münze. Also was heißt natürlich? Natürlich der Reichspfenniger. Der kommt immer so mit einem guten Ton in der Signalgegend rein. Richtig cool. Passt. So, ich muss gerade mal gucken, hier habe ich jetzt einen Oberflächenfund, Oberflächensignal, das liegt hier, also direkt oben drauf, da brauche ich nicht großartig rumgraben. Oh, das sieht ganz schick aus. Das ist schick. Das ist irgendein Beschlag. Ich weiß, das macht man eigentlich nicht, aber ja, cool. Mal gucken, was das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht von dem Gliedergürtel ein Teil ist. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Es könnte sich hierbei um einen Gliedersegment- oder Schmuckgürtelteil handeln. Leider habe ich in meinem Buch, welches ich auch in der Videobeschreibung mal verlinke, welches sich wirklich nur mit diesem Thema beschäftigt, nur ähnliche Stücke gefunden, aber nicht so eins. Man kann hier also wirklich schön die Verzierungen erkennen. Wenn ich so ein bisschen gegen das Licht halte, werden die auch noch richtig toll. Ich glaube, dass hier an dieser Seite mal ein Teil war, was man in einen anderen, vielleicht in einen Ring eingehakt hat, also dass das hier mal so ein kompletter Haken war, und dass dieser Teil hier drüben mit einem Gürtel, vielleicht mit einem Lederriemen verbunden war oder mit anderen Segmenten, vielleicht durch irgendwelche Ösen oder so, und dass diese im Gesamten dann den Gürtel ergeben haben. Ja, ein echt schönes Teil habe ich so auch noch nie gefunden. Der nächste Fund war zu seiner Zeit in aller Munde. Schönes 82er hier. Das könnte doch was werden. Ist noch drin und bleibt auch stabil. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder mal ein Besteckteil. Den Griff von einem Löffel wahrscheinlich.
Nur hier mal ganz kurzes 75er Signal. Das könnte auch weiter oben liegen, weil das recht knackig reinkommt. Na, jetzt komm halt her. Wo bist du denn? Yes, da ist es doch. Jawohl. Da haben wir einen Reichspfennig. Reichspfennige gehen echt immer. Kann man hier auch ein Datum erkennen. Ja, jetzt ist noch zu verdreckt. Reichspfennig ist Reichspfennig, da spielt das Datum keine Rolle. Dann wissen wir, die wurden gemacht 1871 oder 72 bis 1920 habe ich auch schon welche gefunden. Ja, hier jetzt ein oberflächliches 86er Signal vielleicht. Mal gucken, ob es oberflächlich ist. Das macht mal einen Doppelton. Schauen wir mal. Da haben wir was. Und zwar, das ist zumindest mal verziert. Nochmal ein Besteckteil. Aber das ist diesmal schön verziert. Das kann man sogar mal vorzeigen. Jawohl, vielleicht war das auch mal versilbert. Ich sehe ja so ein bisschen was dran. Na gut, das kann man mal zeigen. Den nächsten Fund kann ich euch leider nur einblenden. Es handelt sich hier um einen Gabel- oder Löffelrest. Und was gibt es jetzt da Spannendes darüber zu berichten, warum ich da mit euch drüber reden möchte? Und zwar wissen vielleicht einige gar nicht, dass bis ins 15. Jahrhundert hinein überwiegend mit den Händen gegessen wurde. Erst im 16. Jahrhundert kamen dann so feine kleine Obstgäbelchen auf, die überwiegend aus Gold und Silber gefertigt waren, sehr fein verziert, also richtige handwerkliche Meisterwerke waren und überwiegend bei französischen und italienischen feinen Damen angesagt waren und in Mode waren. Erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts und der beginnenden industriellen Revolution und dem damit maschinellen Herstellen und der Verfügbarkeit von günstigeren Materialien hat Besteck auch Einzug gehalten in die Haushalte des normalen Bürgers. Davor dienten sie ausschließlich dazu, um den Adel und die feinen Herrschaften vom normalen Bürger abzugrenzen. Der nächste Fund ist ein kleines Schwergewicht. Okay, das hört sich mal ganz gut an, dass es raus wäre. Hier irgendwo drin soll es sein. Könnte eine Blombe sein. Jo, ist eine Blombe. Und die ist auch ziemlich... fertig. Naja, Blomben findet man immer wieder. Das ist jetzt nichts Besonderes, zumindest in dieser Ausprägung hier nichts Besonderes. Ein oberflächliches Signal. Ich hoffe, ach, das da oder was? Oh, nö, ich jetzt. Ach, naja. Naja, es ist ein Teil von dem Fingerhut. Wo soll es liegen mit? Irgendwas um die 60. Könnte vielleicht auch, ach Gott, ich glaube, ich sehe es schon. Da liegt halt alles so oberflächlich, das ist ja krass. Mal Knöpfchen. Aber nichts Besonderes, dieser Knopf. Naja, so halbrund, keine Öse und glänzt schön silber. Hier ein 65er Signal. Ah, hier, juhu. Schaut es euch an. Ein Augsburger müsste das sein. So klein und quadratisch. Jo. Cool, ein Augsburger Heller. Jetzt habe ich hier ein oberflächliches Signal und es steckt sogar noch in der Erde drin und es sind 50 Pfennig, sich Regen bringt Segen. Wir holen es mal raus. Zack, tada. Ja, die sind noch in einem sehr schönen Zustand.
sind sie meistens, habe ich jetzt so auch länger nicht gefunden. Toll. Schön. Haben wir jetzt eine Münze. 50 Pfennig, sich Regen bringt Segen, aus der Weimarer Republik. Ein doch recht verbreiteter Fund und jetzt nicht besonders selten. Aber warum habe ich ihn trotzdem hier mit dabei? Weil auch diese Münze eine recht interessante Geschichte hat. Und zwar war es nämlich die erste Münze, die in der Weimarer Republik herausgegeben wurde. Und deswegen ist auch auf der Rückseite, wie wir gleich sehen, noch nicht das Symbol oder Emblem, was man sich noch nicht ausgedacht hatte, weil dementsprechend konnte man das noch nicht drauf machen. Und deswegen sind eben auf der Rückseite die Kornähren. Aber schauen wir uns das gute Stück mal vom Nahen an. Wir haben hier vorne drauf stehen Deutsches Reich, 50 Pfennig, 1921 in diesem Fall. Auf der Rückseite haben wir die gerade eben angesprochenen Kornähren und den Spruch in altdeutscher Schrift, sich Regen bringt Segen. Die Münze ist aus Aluminium und bei mir in meinen Breitengraden aufgrund des guten Bodens meistens so top erhalten, dass ich da einfach ganz grob rangehen kann und dann sieht die wieder aus wie neu. Ja, wie ich finde, also ein ganz toller Fund. Wir machen gleich weiter mit einer Münze, die dieser Münze hier relativ ähnlich ist. Los geht's! Die ist tatsächlich im Umkreis von einem Meter schon wieder das Signal, oder schon wieder ein nächstes Signal, 78, käme das rein und relativ klar. Jetzt habe ich es raus. Ah, eine Münze, cool. Und wenn das Anfang 70 reinkommt, dann weiß ich, glaube ich, schon, was das sein könnte. Oder täusche ich mich? Für ein Reichspfennig ist eigentlich zu groß. Und Leute, die kenne ich mittlerweile echt gut. Aber was haben wir denn hier? Ich sehe noch nicht mal eine Zahl. Haben wir hier vielleicht 10 Reichspfennig oder 2? Ja, ich glaube, es sind 2 Reichspfennig aus der Weimarer Republik von 1900, kann ich nicht erkennen. Gut, wunderbar. Haben wir eine Münze. Läuft hier. Läuft, läuft, läuft. Tatsächlich schon wieder ein 70er Signal kommt hier mit 71 rein. Also ich würde mal sagen, ich habe das jetzt schon mal bewegt. Ja, das gibt's doch nicht. Aha. Oh, es ist groß und rund. Ah, ein schöner Knopf. Ein Schildbuckelknopf. Coole Sache. Die finde ich auch immer gern, weil die so schön groß sind. Da geblieben. Und es ist sogar noch die Öse dran. Cool, schöner Fund. Ich hoffe, man kann mich hören wegen der Sirene. 85, 84 hätten wir hier. Einmal im Angebot. Oh, jetzt wird es schlechter. Dann ist vielleicht nur ein Nagel. Ah, mal schauen. Jetzt ist wieder schön. Okay, dann gucke ich doch mal mit dem, ihr wisst schon, hier dem roten Kollegen. Das hier, was haben wir hier? Knöpfchen. Oh ja, oh cool, ein Knopf von der königlich-bayerischen Armee. Mal gucken. Cool, mit Öse noch dran und der Krone drauf. Oder nee, nicht königlich bayerisch, das ist preußisch, glaube ich, eher mit dieser Krone. Ich glaube, das ist die preußische Krone. Ich blende euch das ein. Hier haben wir einen schönen preußischen Knopf aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Der wurde zu dieser Zeit an der feldgrauen Uniform der Soldaten getragen. Wie ich finde, ist dieser Knopf auch noch in einem echt guten Zustand. Wir haben hier vorne drauf die preußische Krone und man kann sogar noch bei genauem Hinsehen, ja, diese ganzen kleinen Noppen
bei Vertiefungen oder Erhöhungen da erkennen, die da im Hintergrund sind. Auf der Rückseite haben wir sogar noch die Öse dran, also wie frisch abgefallen. Ganz toller Fund. Der nächste Fund ist wie dieser Knopf hier von etwas abgefallen. Allerdings ist es in dem Fall so, dass ich da das, wo dieser Fund abgefallen ist, den wir jetzt gleich machen, lieber gefunden hätte als den. Hier ist ein knalliges 78er. Das pfeffert ordentlich rein hier. Oh, hier habe ich eine Regenwurmparty gestört. Es ist mal draußen. Ich sehe noch nichts. Hier haben wir was. Was haben wir hier? Ja, das ist ein Beschlag von der Schatztruhe. Wow. Den zeige ich euch mal, der ist schön. Ja, sieht ganz cool aus. Ja, so hohe Signale. 91, 92. Schwankt auch ein bisschen manchmal unter 90, aber so hohe Signale gibt es ganz oft bei militärischen Sachen oder bei Römermünzen. Die haben auch manchmal, wenn es so ein richtig dickes Ding ist an Münze, es ist tatsächlich was Rundes. Aber das ist zu rund für eine Münze, also für eine Römermünze. Wir haben hier einen Knopf, einfach nur einen Knopf, ganz einfacher sogar, ohne irgendwas drauf. Hinten war so ein bisschen so ein Hohlknopf wohl, wenn ich das richtig sehe. Hinten steht irgendwas drauf. Das zeige ich euch in einer Aufnahme. Nochmal ein Mitte-70er Signal. 76 hier. Klingt jetzt schon mal ganz gut. Oh, das ist eine Musketenkugel. Jo. Eine Musketenkugel. Bisschen deformiert, aber nicht schlecht. Der nächste Fund haben wir hier. Eine kleine Musketenkugel. Sagen Sie jetzt vielleicht eine, ja, habe ich schon tausendmal gefunden. Aber auch ganz interessant zu wissen, vielleicht für den einen oder anderen, wenn es noch nicht bekannt ist, die Geschichte von diesen Musketenkugeln geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Da kamen nämlich die Musketen auf. Musketen wurden zu seiner Zeit nicht nur vom Militär verwendet, sondern natürlich auch von Jägern. Ja, hier haben wir das kleine Stück mal relativ zerbeult. Da mache ich auch gar nicht großartig sauber, aber ihr seht, die liegt schon eine Weile da und ja, ist ziemlich eingedellt. Ja, auch wenn es viele für einen langweiligen Fund halten, so eine kleine Musketenkugel, ich mag sie gerne, bringt ein bisschen Abwechslung rein. Damit euch bzw. dir jetzt nicht langweilig wird, kannst du gerne von hier drüben noch ein weiteres Video anschauen. Waren auch ganz tolle Tage, die ich da erlebt hatte. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du auch gerne noch den Kanal kostenlos abonnieren und gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das zeigt mir und dem YouTube-Algorithmus, dass dir das Video wirklich gefallen hat. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.